Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal mit J. Chris. Hey Leute. Und wir fahren heute den M5359, den neuen Flak Truck im russischen Baum, der eigentlich überhaupt kein russisches Fahrzeug ist, weil wo kommt der her? Aus der Tschechoslowakei. Ja, deswegen haben wir ihn auch so weit markiert. Ihr seht es an einem Deckel. Ist ein ziemlich krasses Gerät, wie ich finde, und auch absolut undertiert momentan, under Battle Rating. Sitzt auf 6-0, hat zwei 30er mit relativ viel Munition und über 80 mm Pen. Wohingegen der Kugelblitz hart genervt wurde, auf 7-0 sitzt und mal abgesehen von der Survivability durch Kleinkaliberwaffen eigentlich einem schlechter ist. Vor allem sehr langsam. Ja, zu dem hier. Gut, ich bin noch nicht ausgebaut, du bist ausgebaut, also ich bin noch auf dem Weg zum voll ausgebaut sein, aber ich finde das Ding so schon krass, also sowohl Flugzeuge als auch Panzer schredderst du, wenn du weißt, wo du hinschießen musst, easy. Selbst wenn du auf den Panther kriegst du seitlich mit zwei Salven raus. Und die klingen gut. Die klingen die wirklich gut. Ja. Also ihr werdet es gleich noch hören. Ja, und der Patch ist inzwischen drin getroppt, aber das sieht man ja an dem Fahrzeug. Hatte ich nicht erwähnt, und oder? Und an den Bugs und... An den Bugs, dass man Artin nicht mehr sieht. Zum Beispiel, ja. Das ist der größte Mist. Oh, da ist, glaube ich, schon was. Ja. Ja. Ein Light wäre ja was Schönes. Und was ich an dem Ding hier richtig mag, ist, dass es nach vorne feuern kann. Es hat nach vorne nicht die beste Gun Depression, zur Seite sind es 10 Grad, aber nach vorne kannst du feuern, was es echt angenehm macht, mit dem Ding zu fahren, finde ich. So, kleiner Light, ich nehme dir mal den, den Capture-Punkt weg. Geht der da immer noch? Ja. Ja, der ist immer noch aufgedeckt, ja. Die Frage, wo er hinguckt, ob er nach dem Eland guckt oder... Siehst du ihn? Ich hab im Arti auf ihn geworfen, ich sehe ihn leider nicht. Oh, ich habe Arti gekillt und er hat die Arti nicht kommen sehen, da sieht man. Nee, ich habe sie auch nicht gehört, ehrlich gesagt. Du auch nicht, die rendert nicht und du hörst sie nicht, du bist einfach raus. Das ist... Das ich frage mich echt immer, wie solche Bugs entstehen. Also Leute, sorry, nicht bum-bum groß. Nee, das ist wirklich aber ein Gameboy-Cover. Ja, also das tut mir auch echt leid für ihn, muss ich sagen, weil du kriegst es einfach nicht mit. Ich bin auch schon zweimal deswegen gestorben, also ich hab... Ja, das Einzige, wo du es halt noch merkst, ist durch Achtung Arti. Aber das kommt auch nicht jedes Mal. Nicht? Mhm. Alter, das ist halt echt traurig. Aber genug von War Thunder Bugs, die letzten zwei Aufnahmen waren schon geprägt davon. Hast du aber einen schönen Parkplatz gefunden. Ja, ne? Also wie gesagt, so eine Trapdoor-Spider. Raus aus der Höhle und das Gehirn. Okay, ich bin ganz froh, dass der rausgenommen wurde. Dem hätte ich frontal nicht mal eine Delle verpasst. Aber du hättest ihm wahrscheinlich die Kanone ziehen können, easy. Ja, mit dem Ding Module ziehen ist easy. Dann die Ketten und dann hättest du ihn mit der Kanone ein bisschen auf die Seite tappen können und dann ihn rausgenommen. Ja, ja. Also wie gesagt, das Ding hat 80 mm Pen, also selbst dem Tiger sollte man seitlich eigentlich... Guck mal da runter. Ja. Mich nervt es so, dass die Bäume Laub haben, ne? Ja, aber sie haben ein paar Büsche weggemacht. Raus, wo immer du bist. Ich hätte jetzt gern Thermal-Junkie. Ist alle jetzt Thermal-Junkies, Ralbun, du. Ja, echt so. Wir können gar nichts mehr. Abgehobene YouTuber. Echt so, aber fass dir mal in die eigene Nase, ne? Oh, da ist ein... ein bisschen mehr Gun-Depression nach vorne wäre gut. Okay, hat keine Kanone mehr. Und ich penne ihn schon wieder. Mit dem Ding kannst du frontal Tiger pennen. Das ist so lächerlich. Ja, ich habe hier unten einen Panther. Okay, der ist raus. Ziemlich gut und leer geräumt seitlich. Das war schön. Und das hört sich gut an. Okay, jetzt hat es nicht funktioniert. Willst du den mal markieren? Okay, oder der andere macht's. Unterwegs. Kommt ein Flugzeug. Ja, okay. Haben uns gegenseitig. Okay. Leider, leider. Ja, ich habe den Piloten nicht erwischt. Der brennt auch. Also der lebt noch. Ich komme nochmal mit dem Ding direkt. Tiger war jetzt auch das denkbar schlechteste Beispiel als Gegner.
Na, jetzt schürzt er ab. Bock. Ist der Tiger bald mal raus? Also der stand hier hinter dem Haus. Was haben wir denn hier für ein, was ist das für ein Medium bei mir? 85er. Der sollte ihn easy knacken können. Normalerweise, ja. Ja. Was bist du denn? Ein Panther. Ja, das ist ein Bomber, ich vergrüße sie. Ey, gar nicht wahr, das ist ein Tiger 2. Ja, ich habe leider noch kein Arti mit dem Ding. Schießt du gerade? Ja. Das klingt auf Distanz echt merkwürdig. Achtung, da kommt ein Flieger. Ja, komm, ja, ich bin gerade am Nachladen und da ist ein Tiger 2 von mir. Der ist sichtlich unbeeindruckt von mir. Ja gut, Tiger 2. Auch seitlich. Flieger ist kritisch. Ich wollte noch meine Artillerie rauswerfen. Neuer Flieger. Ja, ja, die haben mich geholt. Die waren dann. Mist. 2-1. Da ist mein Freund, den ich schon beschädigt habe. Man muss ein bisschen mit den Clips aufpassen, so unendlich viel hat man halt dann doch nicht. Also wenn man wahllos auf Flugzeuge ballert, könnte es eng werden. Aber es macht doch so viel Spaß. Ja, und die klingen halt auch echt gut. Sein Öltank gekrittet oder ist noch ein dritter Flieger? Boah, jetzt wird's mir aber echt ein bisschen bunt, ne? Die halten auch irgendwie immer noch Respektabstand. Ja, okay, einer ist weg. Sehr schön. Also wenn man mit dem Ding trifft, mit der HE, wir haben hier Mixed Belt generell drin, also wenn man mit der HE trifft, war es das in der Regel. So. Oh ja, sehr schön, Abschusshilfe. Also auch als Flak finde ich den mega gut, weil du nicht wirklich gut vor, weit vorhalten musst. Ja, das Ding ist wirklich ein Sky Guardian. Verdammt, die Arado habe ich natürlich nicht getroffen. Auf die Entfernung kann es ein bisschen schwer werden, oder? Ja, ich wollte ihn eigentlich nur tracken, damit unser Team was gegen ihn machen kann. So, mein letzter Clip, jetzt muss ich aufpassen. Ich muss ganz dringend zu C. Oder zu B. Okay, es ja, wird gerade einfach alles gekappt. Bei C könnte der Tiger 2 noch sein. Das ist eklig. Also ich würde sagen, B wäre da besser, weil wir auch in der Stadt und die besser überraschen. Ja, können. Aber B wird halt gerade gekappt, ne? Ist nur ein Panther oder so. Ja. Aus nächster Nähe, würde ich sagen, kann man den easy klatschen. Vor allem, wenn man den überraschen kann, ja. Ja, komm, versuchen wir's. Ich kann mal Artillerie da reinwerfen. Die Ninja-Artillerie, das ist ein neuer Perk. Ich da auch einen Titel für, Ninja-Artillerist oder so. Hidden Strike. Ja, ich lasse den erst 2 vorfahren und dann gucke ich, was er macht. Ich habe ein bisschen Bammel vor dem Panzer. Oh nein. Paragetriebe Gleiskette beim Panzer. Commander Loader. Und er sehr ist schön, sehr schön.
Also ihr seht, so sobald man die Panzer... Oh, verdammt. Von wo? Von der Seite, aber ich glaube... Oh. Nee, der ist direkt vor mir, ein Tochentiger 2. Also, der steht im B drin. Eklig. Da müsste könnte C jetzt doch frei sein. Ich bin eigentlich quasi hinter dir. Oh, na ja. C könnte übrigens theoretisch frei sein. Mhm. Ja, das ist schön für C. Ich komme aus der Luft, vielleicht kann ich den da ein bisschen nerven. Lol, jetzt habe ich gerade auf den Tiger gewartet und dann wird er erschossen. Legen Sie mich doch am Ärmel, Herrgott. Besser so als umgekehrt. Das stimmt. Ah, wir holen die Punkte zurück, sehr gut. Ja, ja, ja. Und ich hole mir jetzt vor allen Dingen mal Muni zurück. Gott, was hier alles rumsteht. Ich guck mal, ob ich was von oben sehe. Oh, die Muni wird ganz angenehm zügig nachgeladen. Kannst mal bei A in der Nähe gucken. Ja, da wird gerade markiert. Aber das ist nur ein Wrack. Oh, hier ist ein Flugzeug. Da sind zwei. Hinter dich hängt sich noch eins. Achtung. Komm mal in deine Richtung. Ja, mach das. So. Ah, oh, sorry, sorry. Ich wusste nicht, ob der hinter oder vor dir ist. Hauptsache er ist weg. Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Hinter dir kritisch. Habe ich jetzt nicht zerstört. Oh, verdammt, Bombe. Ah, ich hab's überlebt. Also kannst gerne nochmal vorbeikommen. Ich versuch's, aber nee. Der bin ich dann nicht entkommen, der 190. Okay, die habe ich auch noch. Also als Flak ist das Ding ein Monstrum. Okay, das Ding ist generell ein Monstrum. Also ich glaube halt 100 pro, dass es nicht da bleibt. Ne, ja. Der wird hochgehen. Oh verdammt. Ja. Nein! Den habe ich leider eine Sekunde zu spät gesehen. Ich habe übrigens Rohr nur orange gefärbt, das hat nicht gelangt. Schande aber auch. Gut, dann TU2 ich mal. Haben die noch einen Flieger, weißt du das? Ich sehe nichts. Das ist ein ganz schön ausgeglichenes Match. Also das geht schon ganz schön lange hin und her. Doch, die haben noch Diarado. Die brennt aber gerade. Okay. Den Feuer löschen? Glaub nicht, nein. Ah, da kommt ein neues Flugzeug. Was ist da markiert? Ein Panther. Ist das der bei B? Ja, der kann nicht mehr wegfahren. Okay. Bin ich im Anflug oder kriegst du ihn? Nee, mach ruhig weg. Verdammt, er lädt schneller nach als ich. Bomben sind raus, ich hoffe, sie treffen ihn. Ja, ist raus. Ah, sehr schön. Ich glaube, ich muss dem Flieger mal Hallo sagen. Ja, Cracked Flaps, schon recht. Ja, ja, komm, 109. Ich glaub's ja wohl selber nicht. Na, wir haben die numerische Überlegenheit, wir haben die Punkte, die Runde ist gewonnen. Das wäre doch schön. Willst du nur noch diese 109 kriegen? Ein paar Sekunden hast du noch.
Komm jetzt. Geh drauf. Er fackelt halt schon, ne? Ich hab keine Muni mehr. Ah, oh, endlich. Ah, ja, man merkt, wenn man Ground-Target-Munition drin hat. Aber es hat dann auch geklappt. Ja, also das war zumindest anti-air-mäßig eine echt gute Runde. Und wir haben den Panther gut eingeschenkt. Das mit Boostern. Oh ja, stimmt. Ich glaube, das Ding dürfte ausgebaut sein. Ja, also 225.600 Silverlines und 16.000 Modifikationsforschung und 6.000 Fahrzeugforschung. Nice. Sehr gut. Very nice. So, was nehme ich denn jetzt? Die Munitionsarten bei dem Ding habe ich überhaupt kein Interesse dran, muss ich sagen. Weil der Default-Gurt halt einfach die beste Combo ist. Ja, finde ich auch. Das Umladen, das lohnt auch nicht, dann während man im Kampf ist. Nee, das bringt mich vor allen Dingen immer raus. Ich vergesse dann immer umzuladen. Ja. Ich meine, kann sein, dass man dann gegen beides nicht 100% hat, aber man kann halt beides bekämpfen. Oh richtig. Mein Gott. Mal nicht eine Schneemap. Sag mal, Leute, habt ihr in den letzten Tagen, seit dem Update, sage ich mal, auch die ganze Zeit diese Schneemaps? Also auch gerade die, die wir letzte Runde gespielt haben. Furchtbar. Warte, für euch kommt die Folge am Freitag. Wir nehmen gerade auf am Donnerstag und seit Mittwoch habe ich die ganze Zeit diese Map. Ich fahre von unten zu B. Mhm. Ah, und werte Leute, leider eine für viele leider traurige Nachricht. Dieses Wochenende bin ich leider nicht da. Heißt, der Stream wird leider ausfallen müssen. Ich bin etwas auf dem Wohnungsmarkt unterwegs und da muss ich mich erstmal ein bisschen sortieren, deswegen. Aber wenn alles klappt und ich das okay vom Team bekomme, ist eines der darauffolgenden Wochenende das Event-Wochenende quasi, wo wir dann den 10.000 Abo streamen. Oder in dem Sinne dann 11.000 Abos, vielen Dank Leute, abhalten. Ja, wird dann aber, wie gesagt, noch eine separate Ankündigung geben. Also der Motor macht krassen Unterschied. Zieh mich mal, du Arsch. Geh dich doch selber, ey. Lol, ist die Granate durch dich durchgeflogen? Nee. Ich hab das Gefühl, bei Autokanonen seit dem Update gibt's teilweise so viele Ghost Shells. Sie hat mich schon gehittet, ich hab schon... Okay, dann wurde es mir nur nicht angezeigt, gesehen, dass du gehittet wurdest. Nee, also das hatte ich auch in der Aufnahme mit Pulitzer, mit der kleinen Tankette. Ah, verdammt, ich komme nicht zum Cappen. Oh, vielleicht doch. Ja, dass viele Schüsse einfach durchgegangen sind, gefühlt. Ist es raus? Ach Mann, hättet ihr nicht kurz warten können? Ja, es ist raus, aber ich bin gleich, glaube ich, auch raus. Von wo? Markier's. In der Richtung kommt noch was. Mein Motor ist raus. Oh, es ist raus, sehr schön. Hey, ich komme sogar noch zum Captain, krass. Spasiba. So, wo sehe ich mich denn jetzt? Bisschen schwierig auf der Map, finde ich. Auf was schießt du da? Müsste ein M4, M36 oder sowas sein. Wo ist der? Er ist raus. Ach Mann. Ja, EBR macht alles weg. Ja, furchtbar. Er teilt gar nicht. Du doch auch nicht. Ich habe mit dem EBR geteilt. Gezwungenermaßen. Also ja, sowas wie ein M36 zerknackt man mit dem Ding frontal halt auch easy, wenn man da genug rankommt. Gerade der Turm. Wobei, ich habe gerade überlegt, ob wir genug auf der Seite haben, aber irgendwie kriegt unser in Massen überlegenes Team es nicht geschissen, sich A zu holen. Frage. Ich sehe da gerade eher Leute sterben. Ja?
Fahr da mal kurz mit dem. Ich wollte gerade sagen, wir könnten ja mal nach B reinstoßen, nach A reinstoßen. Ja, von der Seite, vielleicht erwischen wir was. Sorry, falls ihr gerade Knacken in der Aufnahme gehört habt, mein Stuhl knarzt in letzter Zeit. Obwohl ich mega abgenommen habe, knackt der Stuhl jetzt mehr als früher. Die schießen auf uns. Au, au, ja. Da steht einer ganz hinten am Kartenrand. Und der schießt auf uns. Das ist ungünstig. Weißt du, was das ist? Weißt du, wo der ist? Kannst du ihn markieren? Ja, das ist der mit dem, der gerade mit dem MG auf uns schießt. Der müsste hier irgendwo sein. Oh, verdammt, glaube ich, brenne. Solltest du wissen, ob du brennst? Nee, doch nicht. Es war nur der Effekt. Auf was schießt du? Irgendeinen Heavy. Tiger 2. Mein Schütze ist raus. Also du bist da relativ alleine, ne? Ich bin nicht mit reingefahren. Ach so. Kein Wunder, dass ich jetzt hier auf die Fresse bekomme. Sorry. Mir war das zu gefährlich mit dem MG-Feuer. Ja gut, das kommt ja von B1 irgendwo, vom hinter der Karte. Lass mich mal sterben. Oh, meine Arti wird gerendert. Hexe. Doch komm, den hättest du mir lassen können. Ah! Boah, natürlich kommt jetzt ein Flugzeug. Lecken Sie mich doch am Ärmel, ne? Eieieiei. Ich guck mal zu C. A ist mir zu kritisch. Naja, A ist jetzt geholt worden, immerhin. Ja. Keine Backups mehr? Doch, aber ich wollte jetzt nicht direkt wieder mit einer Flak rein. Ich spare mir die lieber noch für das Ende der Runde, wenn dann ein Flugzeug rumfliegt oder so. Ich habe noch überlegt, ob ich mir den BTR noch ins Deck mal reinpack. Weil das Ding ist ja wie die ZSU so ein Hybrid, sage ich mal, TD-Flak. Der sollte scouten können, meiner Meinung. Hey, die Kuppel da oben, da kann der Commander rausgucken, ja? Das bringt die nicht auf komische Ideen, sonst wird es wieder wie bei der ASO, die dann auch plötzlich scouten kann als Panzerjäger. Voll cool, Alter. Einziger Panzerjäger. Nee, die beiden. Zwei ASOs. Ja, beide ASOs, ja, aber halt beide in einer Nation. Das stimmt, ja. Scheinen da einen wütenden Tiger im C herum zu haben. Ja, hier ist auch irgendwo noch ein Medium-C rum. Feindlicher Flieger am Himmel. Zwei feindliche Flieger am Himmel. Nee, stimmt nicht. Das eine ist unsere. Ja, wir haben auch eine Luftwaffe, ja. War der Tiger. Very nice. Achtung, in B ist noch was drin. Ich hör's noch, ja, ich hör's. Ja, wir haben... Nein, es ist nicht in B, es ist bei mir. Ich kann dir leider nicht wirklich helfen. Wobei, wo markierst? Schon okay. No. Mein Bias war stärker als eins. Sag doch, du teilst nicht. Mein liebsten Gegner wäre eigentlich sowieso eine Hellcat, aber das wird mir nicht gewährt. Stimmt, wenn man sieht weniger Hellcats. Was ist los? Mögen die Leute keine Hellcats mehr? Wo sind sie?
Okay, also ich sehe nichts, was jetzt in deine Richtung fährt. Irgendwas hat auf mich geschossen von deren unteren Spawn aus. Jetzt kommt Okay. Arti. Was schlecht ist. Vielleicht ist das noch weiter außen, aber von hier aus sehe ich nichts. Also das Ding hält zwar einiges teilweise aus, aber ich will es jetzt nicht gegen Arti ausprobieren. Ich bin da schon durch Arti gestorben, dadurch in dem Ding, also. Ach, deswegen sehe ich den nicht, okay. Okay, ich hab's gerade kurz für eine Hellcat gehalten, das ist ein Panther. Ist ja auch irgendwie eine Katze, ne? Ja, stimmt. Ach, hier war ein M18 gerade über bei B, aber der ist raus. Toll. Wollte nur sagen, sind es gibt sie doch noch. Das war ein Knall. Ja, das ist für mich mittlerweile oder bis jetzt eine relative Leerrunde und ich glaube auch nicht, dass da noch viel passieren wird. Also, das Schießt ist auch nicht irgendwas unbedingt eine mit? Map, wo ich das Ding empfehlen würde. Nee. Da schießt da irgendwas aus deren Spawn heraus. Könnte eine Flak sein. Ja, Oder hier. Ich bin jetzt ballsy. Ich mache jetzt den Arnold. Hi Flugzeug. Nice. Voll überrascht. Verdammt, die Ostwind hat mich bekommen. Ich habe zuerst geschossen, das ist unfair. Okay, ich habe einen Kill-Assist. Alter. Man hat eine Runde. Ja, gut, aber ich glaube, ich werde nicht mehr im Schlachtfeld ankommen. Nee, ich würde sagen, die Runde ist vorbei. Aber dann haben wir zwei schöne Siege eingefahren. Das ist doch auch schon viel wert. Das stimmt. Aber man hat noch gut gesehen, was man mit dem Ding anrichten kann, wenn man seitlich an Panzer rankommt. On hand. Der hat nicht mehr Ja, zu gezählt. spät. Zu spät. Das ist wie der Sound, den die Krankenwagen machen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann bin ich gut mit dem Ding vorangekommen. Ich würde aber sagen, wir hören jetzt hier auf. Dreimal hintereinander nur mit der Flak rein ist, glaube ich, nicht so Premium. Aber ihr werdet die definitiv noch häufiger sehen, weil ich mag dieses Ding. Bestimmt auch, wenn es geupdatet wird. Also bleibt, stay tuned, sage ich mal. Bleibt tuned, wollte ich erst sagen. Ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr von dem Ding haltet und auch, was ihr vom neuen Update unbedingt sehen wollt. Also ich habe noch ein paar Wünsche für Pachten offen und ich habe mir auch schon ein paar Sachen geben lassen, also Feuer frei, was ihr sehen wollt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Hast du noch abschließende Worte zu dem Ding? Nein, aber ich habe gerade einen 10% Gutschein für den BM824 bekommen. Soll ich den Pulitzer machen? Okay, das erfahren wir in der nächsten Folge, ob er sich geholt hat. Nein, hat er nicht. Nein, hat er Spoiler. nicht. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Tschö.